Nun, lass mich doch mal kurz gucken, was mir letztens hier aufgefallen ist. Und zwar, dass wir hier drüben eine weitere Tür haben mit einer komischen Masse. Und ja, wie ich es vermutet habe, das wird interdimensional passierbar, wenn wir... Ach, guck an. Wenn wir die Einwohnermaske benutzen. Ausgezeichnet. So, mehr oder weniger geheimes Labor oder so hier mit einem Zeitriss, den wir uns dann direkt auch in dieser Folge vornehmen werden. Jawohl. Und aber hier erstmal für schnuckelige 200 Pons eine weitere Ausstellungsfläche für Geschenke. Da haben wir noch was mit Fragezeichen. Ach hier. Für Geschenke, die wir gefunden haben. Wir haben noch das mit den Malstiften. Na Gott sei Dank. Pass mal auf. Hopp, 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 hopp. Da haben wir sie auch schon einsortiert. Du hast einen Schatz vom komischen Planeten identifiziert. Der da wäre. Gleich nach noch ein Zeitriss. Da können wir zwei Zeitrisse in einer Folge machen. Wenn wir das zeitlich hinkriegen. So, die West-3-Farben-Graffiti-Kit. Die wurden definitiv für Vandalismus gemacht. Ich fühle mich beim Anblick gezwungen, sie zu nehmen und alles anzumalen. Ich kann daraus nur schließen, dass dieses Kit illegal sein muss. Das macht diesen Schatz viel wertvoller. Wenn nur das Paket nicht schon offen wäre, nur ein Monster würde sich trauen, sowas zu tun. Mal davon abgesehen, dass selbst wenn die Packung zu wäre, das nicht passen würde. Aber das ist ja eigentlich nebensächlich. Mal davon abgesehen, dass die Leuchtschrift hier unten sehr schlecht zu lesen ist, ganz im Allgemeinen, wenn man sich so ein bisschen hin und her dreht. Okay, raus hier. Haben wir wieder was freigeschalten? Ja, wir können jetzt gehen, dankeschön. Achso, falsche Taste, alles klar. So, ja gut, dann nehmen wir uns direkt mal diesen Zeitriss vor und im Anschluss direkt den anderen. Der blaue, wissen wir, das ist Straight Jump and Run, Gedöns, Plattformer-mäßig. Und aber mit dem andersfarbigen Zeitriss wird es dann ein wenig komplizierter. Oh, hier haben wir wieder einen ganzen Bunch von coolen Spatzen. Das passt ja gar super zu dem Kapitel 4, wo wir eigentlich gerade dabei sind. So, denn da sind uns diese coolen Spatzen mit ihren coolen Brillen das erste Mal begegnet. Ist ja wie abgesprochen quasi. So, nein, das war er. Na Gott sei Dank. Ich habe schon wieder das Schlimmste vermutet hier. Aber nein, wir sind bloß ein Stockwerk weiter unten gelandet. Das ist ja super. So, an sich hätte ich ja natürlich gerne das Kapitel 4 weitergemacht. Konnte ja jetzt keiner wissen, dass hier Zeitrisse aufzufinden sind. Aber ist ja eine schöne Abwechslung. Wir haben zwei Folgen in der alpinen Bergkette verbracht. Wo muss ich denn jetzt hier überhaupt hoch? Ach so, alles klar. Zwei Folgen in der alpinen Bergkette verbracht, schon das Nest, das Vogelnest geplündert, vom Zeitteil befreit und auch schon ein paar Schätze dieser Landschaft uns angeeignet. Sowie entsprechend natürlich auch dann diese... Ah, da toll. Diese Abschnitte abgeschlossen zu erkennen durch die grünen Leuchtfeuer. Dieser Begriff ist mir in der letzten Folge nicht eingefallen. Leuchtfeuer, ich habe dann irgendwas mit Feuerstrahl oder sowas gesagt. Naja, ne, immer diese Fachbegriffe. So, und das... Ach, guck mal, das wäre es auch schon gewesen. Das war ein bisschen strange und kurz. Naja, whatever. Bam, bam, bam. Mann, ich hänge da immer hinterher. So, lass mal sehen. Das Rad stoppen. Hutflair. Oh, wofür ist denn das? Ist mir egal, aber es sieht toll aus. Was ist denn das? Ach, direkt für den Zeitlupenhut, wo wir so einen komischen, stylischen Schleier eigentlich haben. Da passt das ja natürlich viel besser hier. Ein richtiger Panda-Hut. Haben wir den denn dann jetzt auch direkt gleich auf? Ansonsten setze ich ihn natürlich auf. Nee, da ist er. Bei der Herstellung dieses Huts wurden hoffentlich keine Pandas gequält. So, dann haben wir dich ja soweit... Nee, Moment mal, jetzt stehen wir wieder hier. Jetzt sind wir direkt hierher gebeamt worden zum nächsten Zeitriss. Das ist ja ausgezeichnet. Da können wir direkt weitermachen. Bom, 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 bom. Ja,
Der Alpine Bergkette, Time Wave Detected. Alpine Bergkette, bisher nur der sogenannte Free Roam Modus und trotzdem haben wir jetzt quasi. Mein Fossil. Trotzdem haben wir jetzt hier mehr oder weniger Kapitel 1 freigeschalten. Interessant, also wir entdecken die jeweiligen Kapitelziele, während wir im Free Roam Modus, im freien Erkundungsmodus, das Level erkunden. Finde ich auch mal interessant, muss ich sagen. Okay, so, wollen wir nochmal sehen, Zeitriss Lila. Hatten wir Lila schon mal? Ich weiß gar nicht, ist Blau ist es Plattforming. Dann gibt es noch eins mit diesen Story-Teilen und Fotos sammeln. Ja, achso, hier gibt es sogar, hier werden sogar Fotos angezeigt. Bin bescheuert, das ist mir noch nie aufgefallen, glaube ich. Okay, das heißt, wir müssen sowieso in den Free-Roam-Modus. Ja, die andere Sorte Zeitriss war die mit dem Fotos sammeln. Und so weiter. Und mit den Zeitrisspons und so, ne? Aber welche Farbe das jetzt war, weiß ich nicht mehr. Siehst du, das ist ja toll. So viel zum Suchen. Hops. Weiter geht's, meine Güte. Das ist heute der Ladebalken-Simulator. Oder der Ladebildschirm-Simulator. Ach, das ist immer toll. Das fand ich beim Mafia Town auch schon so toll, in dem einen Akt von dem Kapitel 1, wo das Wetter halt so zu Regen gewechselt hat. Finde ich, sieht richtig super aus. Der Regen, den haben die ja richtig schön dargestellt. Sieht richtig ordentlich plastisch aus. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Aufnahme rüberkommt, aber wenn das da nicht so rüberkommt, dann ja, verpasst ja einiges. Was das angeht, müsst ihr euch echt unbedingt das Spiel holen. Halt, stopp, da unten, siehst du, da haben wir schon das erste Foto. Fast übersehen. Da musst du, Vorsicht, tierisch aufpassen hier. Noch was. Fällt jedenfalls nichts auf. Und die Mucke auch schon wieder, fängt richtig schön an. Ich liebe ja diese, hallo? Die Kleine gibt hier auf und legt sie zwischen die Heuballen. Ich liebe ja diese modern, also wie soll ich sagen, orchestral angehauchten Chiptune-Tracks. Also wer da mehr von hören will, live formed, ach herrlich, ich liebe es. Live formed ist da eine Band, die sich darauf so ziemlich spezialisiert hat und auch für mehrere Spiele die Chiptune-Klänge gemacht hat. Die Soundtracks kann ich nur empfehlen. Live formed, wie vom Leben geformt, ja? Versteht er, ne? So, jetzt aber. Plotz kriegst du eine. Wo ist der Pon hin? Hat's den Pon jetzt runtergehauen? Das ist aber doof. So, hallo, ihr normalen Spatzen. Oh, hier ist eine Ziege. Ich hoffe, die tut uns nichts. Die steht hier einfach nur rum und stampft fröhlich durch die Gegend. Hier geht's auf jeden Fall eine Runde rum. Das bringt aber gerade mal gar nichts. Aber das ist gut zu wissen. Das hier ist bestimmt hilfreich für später. So, hier gab es aber bis jetzt überhaupt kein Foto für uns. Ach so, oh, da hinten geht es noch weiter. Und da hinten geht es noch weiter. Meine Güte. Habe ich gar nicht gesehen. Bling. Ups. So. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Dann müssen wir bestimmt erst nach oben und dann nach unten. So, siehste. Hier haben wir nämlich ein Horn. Halt, stopp. Hier ist ein Foto. Sehr schön. Haben wir auf dieser Insel noch irgendwas? Das ist für die. Ich finde die Kameraperspektive ein bisschen doof. Es gibt die Kamerataste, die sogenannte Dreieck-Taste bei der PlayStation. Und die richtet die Kamera so ein bisschen nach oben aus, dass man sich umgucken kann. Das Problem ist, wenn man dann doch eher nach unten gucken will, ist das sehr hinderlich. So, aber hier unten ist auch weiter gar nichts. Kann ich auf die Wolken drauf? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube nicht. Wir sehen zwar sehr flauschig aus und wie wir alle wissen und von One Piece wissen, auf Wolken kann man laufen. Zumindest auf den blauen. Aber die sehen nicht blau aus. Da oben ist auch noch was. Da müssen wir auch noch hin. Achso, hier kommen wir jetzt wieder runter. Okay. Und hier kommen wir darüber. Okay. Hier haben wir ein Kabellein, beziehungsweise ein Seil. Dann. Mach das nicht, Mädel. Okay, springen wir erstmal hier lang. Ach Gott, jetzt habe ich mich erschrocken. Ey! Was war das? Was soll denn das?
Mit denen habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Warum auch? Vorhin gleich mehrfach. Ach, das sind ja unsichtbar. Jetzt sehe ich sie, die sind da, die hocken da unsichtbar rum, die Schweine. Da du auch, siehst du. Das hat man jetzt garantiert nicht in der Aufnahme gesehen. Sind hier noch welche? Da ist noch einer. Ich könnte schwören, ich habe hier irgendwo einen gesehen. Na toll, jetzt krieg ich schon Hallos hier durch die Viecher. Aber dieser Katzenkopf. Okay, so kommen wir da hoch. Ich dachte schon, der muss noch ausklappen. Okay, großer Katzenkopf mit Bandana. Kann ich mit dem irgendwas machen? Muss ich mit dem irgendwas machen? Ich habe absolut keine Ahnung. Sieht mir gerade nicht so aus. Würde natürlich eher interessieren, ob ich irgendwelche Fotos übersehen tun würde. Oh, wie komme ich denn da ran? Am besten ein bisschen höher starten, ne? So ungefähr, sehr schön. Noch ein Pawn. Da oben sieht es aus, als könnte da was sein. Hm. Aber komme ich ja irgendwie nur nicht hoch, oder? Oder wie, oder was, oder wer? Nee, das ist definitiv zu hoch. Aber ich weiß halt nicht, ob das überhaupt was bringt da oben. Nein, das ist definitiv zu weit. Oh. So ein Mist aber auch. Ich meine, theoretisch können wir weiter. Das sieht nicht so aus, als wäre was da oben. Aber ich könnte wetten, es ist was da oben. Schwierige Situation. Na toll. Boah, warum lässt er denn so früh los? Haben wir hier irgendwo Herzen? Oder habe ich die Ratzeputz alle eingesammelt? Ich glaube, ich habe die Ratzeputz alle eingesammelt. Tragisch. Sehr tragisch. Bin auch immer so gründlich. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Dun, dun, dun. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Ach, schön. Herrlichst. Holt euch den Soundtrack. Wisst ihr, das ist jetzt was. Also, ich habe mir den Soundtrack, auch den erweiterten Soundtrack, angehört, bevor ich. Also, nicht bevor ich das Spiel gespielt habe, sondern so ungefähr nach den ersten zwei, drei Folgen. Habe ich so ziemlich dauergesuchtet. Und daher kenne ich die meisten Lieder. Und höre jetzt aber beim Spielen erst, wo die aufkommen. Und wo die vorkommen. Kann man jetzt positiv und negativ sehen? Ich finde sie im allgemeinen gut. Die Lieder, wie komme ich denn hier hoch, ohne mir die Füßchen zu verbrennen? Haha, am besten so, alles klar, Gott sei Dank. Kann man jetzt positiv oder negativ sehen? So oder so sind schöne Lieder. Hoppala. Halt so rum. Aber so die, vielleicht so das erste Mal hören, wirklich in der Situation im Spiel, ist dann halt doch noch was anderes, ne? So, muss ich jetzt erst runter oder erst hoch? Auf jeden Fall gibt es oben was zum Grabbeln. Na dann grabbeln wir das doch. Geht's hier noch weiter hoch? Tatsächlich auch mal da oben ist ein Foto. Sehr schön. Wir müssen auch garantiert hier zwischen den Wänden hin und her oder so. Oder auch nicht. Oder so. Kleine bringt mich um den Verstand. Jawohl, hat geklappt. Mit ein wenig hin und her gefrieben, da sind wir doch noch an das Foto rangekommen. Wie viel haben wir denn jetzt? Ach halt, stopp, das ist 3. Alles klar. 3 von 5, viele sind es nicht, aber ich könnte wetten, ich habe irgendwas übersehen. Ich könnte es einfach wetten. Habe ich da unten schon wieder Krähen gehört? Ja, Tatsache, guck mal. Hier sind 4 Krähen, die sich unter einem strohigen Regenschirm verstecken. Achso, hier sind auch noch 4. Und sich einen zum Ablachen erzählen. Oh, guck mal, im Wasserfall, wie sich das gehört. Im Wasserfall, wie sich das gehört, ein Geheimnis hier hinten ist. Hier hinten geht's weiter. Okay, da haben wir schon längst genug Cons. Aber gibt's hier noch mehr zu entdecken, ist die Frage. Ich sehe gerade nichts. Die amüsieren sich hier köstlich, die Leute. Beziehungsweise die Vögel. So, na dann müssen wir wohl oder übel mal hier runter. Hops. Hops. So, und von hier sind wir ja gestartet, oder? Oder so.
Ja, ich glaube, in die Richtung sind wir gestartet, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue. Ja, sieht gut aus. Sieht genauso aus, wie ich mir das denke. Na gut. Na dann. Sicherheitshalber überall mal ein bisschen rumfriemeln, bevor mich doch noch irgendwas Unsichtbares haut. Ach, schön. Und die Umgebung. Ach, herrlich gemacht einfach nur. Wunderschön. Hier sieht's ja, ich wusste es doch, hier sieht es doch echt so aus, als würde es hier direkt mal nach oben gehen. Klatsch, klatsch, klatsch und der kriegt da links und rechts eine. Da ist noch einer. In die Fresse. Ja, da lang. Oh nein, da muss ich ein Stück weiter hoch ansetzen. So, hier brauchen wir die Einwohnermaske. Ich sehe es doch direkt vor mir. Ausgezeichnet. Hops. Sehr schön. So, sicherheitshalber. Halt, stopp, warte mal. Da oben sehe ich auch noch was. Da müssen wir aber definitiv aus einer anderen Richtung hin. Am besten von hier irgendwie unten oder doch oben. Mal gucken. Erstmal in die Richtung. Was? Das habe ich nicht verstanden. Gott sei Dank war hier noch die Kante. So, jetzt sind wir mehr oder weniger zwangsläufig hier unten. Toll. Kann ich in den Wasserfall rein? Ja, schon. Aber bringt mir das noch was? Ich glaube nicht. Das war nicht hoch genug. Verdammt. Ja, es gibt ja auch wieder mehrere Wege. Da ist zum Beispiel einer. Aber da geht's zum Ausgang, okay? Ich guck mich da mal ganz schnell um. Ob es hier eventuell hinten lang geht. Sieht nicht so aus. Nope, alles klar. Hier oben was? Nö, alles klar. So. Gott sei Dank kann man auch auf den Büschen Wall One machen. Das war nicht das, was ich wollte. Wir müssen nämlich erstmal in diese Richtung. Fast wieder den Weg vergessen hier. Ah, halt, stopp. Guck mal einer an. Doch, fast übersehen. Aber nur fast. Mehr war ich aber auch nicht, ne? Nee. Ich find's gut, dass die, also die wichtigen Sachen, so Fotos und sowas, so ein bisschen stark hervorgehoben sind. Gott, wie der letzte Noob hier. Wollte schon sagen, wie der letzte Noob. Also ich meinte eigentlich mein Jumping-Style von Block zu Block, aber okay, das hat's jetzt nochmal auf die Krone getrieben. So, schon viel besser. Hops. So, jetzt lass mich das nochmal überblicken. Also wir müssen definitiv irgendwie diesen Wasserfall hoch. Oder außen rum. Nee, das geht auch nicht. Oder müssen wir wirklich da unten... Ach, wir müssen wirklich da unten lang, ne? Und irgendwie... Ach, guck mal, hier unten geht es auch noch lang. Ach, guck mal. Ui. War das ein Foto? Ich habe jetzt nicht so richtig darauf geachtet. Beziehungsweise nicht richtig darauf achten können. Aber wir haben es auf jeden Fall. Whatever. Na, Gott, das will, die Eier sind auch wieder da. Explodiert. Dankeschön. Ausgezeichnet. So lobe ich mir das. Okay, Spatzen. Ausgezeichnet. Es geht weiter hoch. Hops. Also Ponds haben wir jetzt definitiv genug. Da drüben geht es auch noch rüber. Ah. Shit. So, hier waren wir noch nicht. Genau. Und wenn mich meine Orientierung nicht trübt, was doch trotzdem oft vorkommt, dann sind wir jetzt hier genau da, wo wir hin wollen. Genau. So, auf die Zahnräder, fertig, los.
Sehr gut. Okay, auch das, auch den, der, die das ponnt. Und jetzt könnte man über die Dächer, ne? Glaube ich. Jetzt geht, so wie ich das sehen kann, über die Dächer weiter. Bilde ich mir ein. Oder auch nicht. Wo geht's denn jetzt hier noch höher? Oder müssen wir wirklich diesen Wasserfall da hoch? Da hinten geht's noch ganz viel lang. Habe ich da was übersehen? Durchaus möglich. Also zumindest sehe ich da in weiter Ferne noch ein Foto. Okay. Dieses Fenster da drüben macht mir halt furchtbar Sorgen. Okay, jetzt stehen wir einfach mal hier oben. Warum auch nicht? Nein, das bringt nichts. Alles klar. Na Gott sei Dank, hier wollte ich sowieso wieder hin. Denn irgendwie müssen wir ja hier ein, zwei Stockwerke weiter höher kommen. Das könnte hier in irgendeiner Form sein. Oder auch nicht. Hier wäre ich einfach mal wieder runtergeschmissen. So, da ist das Foto. Hier geht dieser ganze lange Weg lang. Ach so, hier über den Torbogen rüber oder was oder wie. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Weg ist. Aber es scheint zu klappen. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig so war. Auf jeden Fall ist da drüben noch was. Nehmen wir uns doch direkt mal noch mit hier. So, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ihr das gelöst habt, aber ich habe das so gelöst. Jetzt hier noch höher? Nein, hier müssen wir direkt an der Kante lang. Okay. Ja, sachte, sachte, sachte. Zu viel Wandlauf. Ah, das war ja fies. Hier geht's ja gar nicht weiter. Geht's auch nicht rein, ne? Nee. Oh, Gott sei Dank. Das war ganz knapp hier. So, noch ein Foto. 5 von 5 Fotos. Jawohl, wir haben die Story fertig. Also, die Story in diesem Teil Zeitriss hier. Das war auch ganz knapp. So, jetzt können wir frohen Mutes hier runter und in Richtung Ausgang. Sehr schön. Dann bin ich ja beruhigt. So. Letzte Etappe. Viel ist es nicht mehr. Einfach nur noch das Zeitriss, den Zeitriss verkloppen. Und Pons einsacken. Rums, die Bums. Und nochmal. Nur mit Gefühl. Und nochmal mit Gefühl. Und da geht's ab, die Lucy. Und da haben wir unser wohlverdientes Zeitstück. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Okay, auf zum Story-Brainstorming. The Twilight Ascent. Der Zwielichtaufstieg. Oder so. Das weiße Schaf. Oder die weiße Ziege. Mit Mantel. Folgt den Sternen, die einen Pfeil formen. Durch die Wüste. Entdeckt den hohen Berg, wo die Sterne drauf hinweisen. Das Wetter klärt sich, es wird Nacht oder Tag oder so, es dämmert auf jeden Fall. Zwielicht, haha. So, wagemutig erkraxelt er den Berg, der Aufstieg quasi. Und oben auf dem Berg angekommen, ist das jetzt die gleiche Ziege oder ist das der Ziegen-Eremit? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall irgendjemand erhält da oben die Transistenz. Die unglaubliche Transistenz, sodass dir Laub und Blumen aus dem Haar sprießen. Und das war auch schon wieder die ganze Geschichte. Alles klar. Jetzt bin ich fast so schlau wie vorher. Ein neues Mal des Glücksrads Spinnen, beziehungsweise Truhen Tombola oder so. Ah, direkt ein neuer Hutflair. Na, aber sowas von. Welcher Hut ist denn das? Der Eishut. Na toll, immer der Eishut. Da gefällt mir doch schon einer so gut. Das ist so komische Muschel. komische Muschelhaube. Okay, Dankeschön.